Hallo, willkommen zu Lone Star. Wir spielen Elex 2. Wir sind auf dem Weg in den zweiten Former. Crony ist auch dabei. Tja, und dann lassen wir uns mal überraschen, ob das jetzt genauso ausschaut wie vorher. Ich höre hier schon irgendwelche Viecher. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht von hinten angerannt kommen. Das scheint aber genau gleich auszusehen hier. Gibt's noch ein bisschen Krimskrams? Lassen. Das muss ja nicht sein. Wo ist er dann? Also das hätten wir besser machen können. So ein Geschützviech. Sind da mehrere oder nur der? Noch einer.
Okay. Dann weiter. Das ist doch ein bisschen anders aufgebaut, oder? Kann das sein? Aber ich glaube, insgesamt wird es keinen großen Unterschied machen. Noch ein paar versteckte Kleinigkeiten. Haben wir gar nicht geguckt beim letzten Mal. Naja, aber das ist alles, glaube ich, nichts Besonderes. Ach, tatsächlich. Lauter Zeug liegt hier. Könnten unser ganzes Zeug auch mal irgendwo vertickern. Und mal gucken, wie viel Elixit man damit bekommt. Frage ist, kann man überhaupt noch was Vernünftiges kaufen? Oder spendet man einfach alles? Ah, ein Kristall. Das wäre natürlich noch eine Frage, ob man vielleicht irgendwo Kristalle kaufen kann. Naja. So, Schrott, Beere, Energiezelle. Gehen wir erstmal rechts, oder? Okay, den haben wir auch. Sind wir schon beim Computer? Das wäre ganz nett, wenn es ein bisschen kleiner wäre. Orte Zentraleinheit des Formers. Beginne mit der Übernahme. Verbindung hergestellt. Daten wurden übertragen. Forma-Umpolung eingeleitet. Einstellung des Betriebes wird erwartet. So, damit haben wir jetzt schon mal zwei Former umgepolt. Was hast du sonst noch herausgefunden? Korrektur der ersten Annahme, dass Kontrolleinheiten der Former autark operieren. Starker Einfluss der Kontrolleinheit 0 aus dem Mutterschiff lokalisiert. Verstehe. Du hast Signaturen von Cassandra gefunden. Kann uns das helfen, den Hauptformer der Skyans lahmzulegen? Negativ. Schlüsselalgorithmus und vollständige Kennung Cassandras nicht verfügbar.
Okay, das heißt für mich, dass die Kontrolleinheiten der anderen Former nur kleinere Ableger der Mutterschiffer Icassandra sind und auch von ihr kontrolliert werden. Negativ. Die Bezeichnung kleiner Ableger impliziert eine geringe Anzahl der Steueralgorithmen oder der Schnittstellen, der... Ja, ja. Aber im Grunde hat nur Mutter Cassandra was zu melden. Okay, wir können jetzt die restlichen Former manuell abschalten oder gleich zum Hauptformer gehen, um das Terraforming der Skyens aufzuhalten. Positiv. Ich muss noch mal mit Vadik darüber sprechen. Gut, dann mal los. Nichts wie raus hier. Stand by. Wie stand by? Wir wollten doch gehen. Ja, aber vielleicht, wenn die anderen auch so kurz sind, könnten wir die vielleicht noch manuell abschalten. Oh, das sieht schon nett aus hier. Dann gehen wir diesmal geradeaus. Hohe Wahrscheinlichkeit für einen Hinterhalt. Empfehle, Verstärkung anzufordern. Nee, ich bin der Hinterhalt. Und hat versagt. Man muss besser ausweichen. Wie der Prinzipal. Das war ja völlig unnötig vorhin. Den hat man doch noch klein gekriegt. Oh. Na nu? Ja. Jetzt hat er dann wieder runtergeschossen. Das muss doch nicht sein. Da können wir das Zeug ja nicht einsammeln. Da haben wir noch einen. Das für seltsame Geräusche. Ich schätze mal, es ist genauso wieder giftig, nach unten zu steigen, wie bei dem anderen auch. Wer wohnt hier? Der Leitbringer. So eine Art Raketenwerfer?
Ah, der ist gut gefallen. Das sieht doch sehr nett aus, wie er da hängt. Hm? Wie aus so einem alten Gemälde. Der weniger. Sieht aber auch sehr lustig aus. Von da drüben. Ich hätte schon gedacht, die sind alle gleich, aber zum Glück war der innen ein bisschen anders gestaltet. Der erste war doch ziemlich groß. Gut. Da sind wir. Sollen wir uns hier in die Gegend noch umsehen? Wir haben noch gar nicht versucht, auf einen da hochzusteigen. Oh, die schlafen hier, oder? Ja. Wen haben wir hier? Den Basilisken. Schleichen wir uns an dem mal an. Ja, das war doch ganz in Ordnung jetzt. Haben wir gut aufgeräumt. Wir können uns auch mal ein paar neue Mana-Tränke bei Gelegenheit brauen. Na, machen wir noch mal den Zauberspruch.
Der Genräuber überlebt. Eieiei, der macht ja komische Geräusche. Da liegen sie alle auf einem Haufen. Da ist noch einer. Also abgestürzt. Na, da steht wieder ein Dicker. So nicht. Ja, genau. So aber. Auch was essen können, das wäre, glaube ich, auch ganz gut gewesen. Sollen wir mal versuchen, hochzuschauen? Scheiße. Das war schon mal nix. Überlebenswahrscheinlichkeit extrem niedrig. Aber wie immer, Abstürze zählen nicht zur Todesliste. Neuer Versuch. Ist Rotschek hier. Tja, jetzt ist auch noch Nacht, da sehen wir nicht so weit. Oh ja, gut.
Ich hätte es mir jetzt irgendwie interessanter vorgestellt. Okay. Dann zurück in die Bastion, oder? Sollen wir erstmal auf den nächsten Tag warten? Das könnten wir vielleicht auch noch machen. Habe ich noch ein Kartenstück dabei? Was können wir denn kochen? Energiebrühe. Da ging aber nicht viel. Wie sieht's denn bei den Steinen aus? Na. Achso, das sind diese Kristalle. Den kann man bloß verkaufen. Bekomme ich da Intelligenz? Was habe ich denn jetzt? 95 habe ich gerade. 96. So, noch was Interessantes. Gerissenheit, die brauchen wir noch nicht nehmen. Der Bogen hat 125 Schaden. So ein Schrotgewehr könnte ich benutzen, aber das bringt alles nicht so. Na gut, der macht vermutlich dann relativ schnell Schaden mit seinen 82. Das könnten wir bei Gelegenheit ja mal testen. Naja, gut. Ah, Kaya. Kartenstück 15 hinzugefügt. Hey, Kaya. Geht's dir gut? Sehr gut. Dir auch? Wird es dieses Mal halten? Das mit uns, meine ich. Das würde mir gefallen. Wehe, wenn nicht, denn ich liebe dich. Und das weißt du auch, du Mistkerl. Na dann? Wie sieht's aus? Warte, noch einen Augenblick. Du meinst das hoffentlich ernst, oder? Ich war mir selten einer Sache so sicher. Sehr schön, freut mich zu hören. Besorgt? Wie konnten wir uns nur so weit voneinander entfernen? Da mach dir mal keine Sorgen. Dann ist es ja gut. Los, mach schon. Mein Kopf. Ich muss mich konzentrieren. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Ja, anscheinend, wenn man ein bisschen Zeit mit Kaya verbringt, bekommt man keinen Mana zurück. War also wohl zu anstrengend. Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Lass uns mit meinem speziellen Geisttraining beginnen. Ja, Commander. Starte Trainingsprotokoll. Danke, das reicht hoffentlich wieder für eine Weile. Stand by. Wird Zeit. Oh. Das Wasser ist wohl eingefroren. Ich habe gedacht, wir können jetzt noch ein Bad nehmen. Wird aber wohl nix.
Na, und bevor wir jetzt weiter schauen, würde ich sagen, machen wir diese Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.